Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es um die Festmähler der Dracheninseln gehen. Welche Festmähler gibt es und was müsst ihr tun, um diese zu bekommen? Doch bevor wir uns das anschauen, wie immer ein Blick auf die Statistik. Oben links eingeblendet, das sind diejenigen von euch, die die Videos schauen und noch nicht abonniert haben. Und diejenigen von euch, die die Videos schauen, die schon abonniert haben. Lasst uns gucken, dass die Balken sich ein bisschen näher annähern. Es würde mir helfen, würde dem Kanal helfen und ihr verpasst keine weiteren Videos mehr. Und jetzt viel Spaß! Zu den Festmählern gibt es Folgendes zu sagen. Davon gibt es 5 an der Zahl, die wir uns jetzt mal anschauen werden. Und zwar ist das einmal Users herzhafter Eintopf, Vorrat an drakonischen Delikatessen, Grals Verehrung, Grals Hingabe und Grals Andacht. Von oben nach unten gehen wir das Ganze jetzt mal durch und ich werde euch erklären, wie ihr diese Festmähler bekommt, beziehungsweise woher ihr die Rezepte bekommt, um diese Festmähler dann dementsprechend zu kochen. Anfangen möchte ich damit Grals Andacht, das ist relativ einfach, ihr klickt einfach drauf, fahrt mit der Maus über das i und seht, alles klar, dieses Rezept bekommt ihr vom gemeinschaftlichen Festmahl im azurblauen Gebirge, das ist da unten bei den Tuska, wo man zusammen kochen muss, da braucht man dann ein bisschen Glück. Ihr bekommt einmal pro Woche eine Weekly Quest, die ihr machen könnt, wo ihr dann so einen kleinen Topf bekommt und da kann das Ganze dann eben drin sein. Ist vielleicht ein bisschen glücklich, das zu bekommen, kann man also nicht so wirklich farmen. Was macht das Ganze? Das Ganze gibt euch eine Stunde lang 75 Punkte auf euren Primärwert, wenn ihr das Ganze kocht. Ist somit also für Raids sehr, sehr gut geeignet. Dann haben wir Grals Hingabe. Auch hier gucken wir wieder übers i und auch da sehen wir, auch das können wir aus dieser Weekly Quest von dem gemeinschaftlichen Festmahl bekommen. Auch dieses Festmahl gibt uns 75 Punkte. Punkte auf unseren Primärwert. Also auch das gut für Mythisch Plus und auch gut für Raids gedacht. Aber wo ist jetzt hier der Unterschied? Das werdet ihr vielleicht hier schon gemerkt haben. Von Grals Andacht zu Grals Hingabe. Wir haben hier unterschiedliche Ressourcen, die wir benötigen, um diese Festmähler zu kochen. Als drittes haben wir dann noch Grals Verehrung. Auch dieses Rezept bekommen wir vom gemeinschaftlichen Festmahl. Auch da ist es wieder Glück, dass wir das aus diesem kleinen Kochtopf der Weekly Quest bekommen. Auch hier werden die Primärwerte oder der Primärwert um 75 Punkte erhöht für eine Stunde. Also auch das gut für Mythisch Plus und auch für Raids. Auch hier wieder andere Reagenzien, Ressourcen, die ihr benötigt, um dieses Festmahl zu kochen, als bei Grals Hingabe und auch bei Grals Andacht. Tja, aber welches Festmahl eignet sich denn jetzt wirklich, um das zu farmen? Denn diese drei, Grals Andacht, Grals Hingabe und Grals Verehrung, da braucht man schon ein bisschen Glück, um das zu kriegen. Ich hatte bisher weder hier auf meinem Druiden, noch auf meiner Priesterin, noch auf meinem Demon Hunter das Glück, dieses Rezept zu bekommen. Also habe ich mich daran gemacht und geschaut, es muss doch eine Möglichkeit geben, irgendein Festmahl kochen zu können, wofür ich kein Glück haben muss, dass ich ein Rezept dafür bekomme, sondern was ich einfach farmen kann. Und da bin ich auf Vorrat an drakonischen Delikatessen geraten. Hierzu muss ich nämlich eine Quest machen. Was für eine lange, süße Reise. Diese Quest bekommt man hier in Valdrakken. Dafür muss man allerdings eine Vorquest machen, die aus 7 Hauptteilen besteht. Wo der Beginn dieser Quest ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Es gibt unterschiedliche Punkte in Valdrakken, wo ihr die Quest annehmen könnt. Einmal zum Beispiel hier, wo ich mich gerade eben befinde. Das zeige ich euch jetzt sofort auf der Karte. Dann könnt ihr das auch nachvollziehen. Ich befinde mich hier relativ weit im Norden von Valdrakken und könnte jetzt hier die Quest annehmen. Ihr findet diese Quest, das Rubinfestmahl heißt die, allerdings auch an ganz vielen verschiedenen Punkten in Valdrakken, wo ihr diese annehmen könnt. Wenn wir diese Quest angenommen haben, ist das der Start, um an dieses Rezept zu kommen. Wichtig hierbei zu wissen, wenn wir das angenommen haben, wir müssen dann jedes Mal hier zu diesem Drachen gehen, zu Rumiastrasa und die gibt uns dann eine weitere Aufgabe irgendwo auf den Dracheninseln. Wie gesagt, diese Quest besteht aus 7 Hauptteilen und der Schlüssel ist, dass ihr diese Quest immer nur einmal täglich erledigen könnt. Das heißt, wenn ihr schnell sein wollt, könnt ihr das innerhalb von 7 Tagen abwickeln. Wenn ihr jeden Tag die Quest von Rumiastrasa macht,
dann habt ihr am Ende nach 7 Tagen das Rezept, um Vorrat an drakonischen Delikatessen zu kochen. Ihr seht auch hier, die Reagenzien unterscheiden sich maßgeblich, ist aus meiner Sicht ein bisschen leichter zu kochen als die der anderen drei, als die der Grals Andacht, Grals Hingabe und Grals Verehrung. Von daher aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit oder beziehungsweise eine lohnenswerte Aufgabe, dieses Rezept zu farmen. Ich habe hier und da auch gelesen, dass es dieses Rezept auch im AH geben soll. Ich habe es leider hier auf Blackhand noch nicht gefunden. Das letzte Festmahl, was wir haben, ist Users herzhafter Eintopf. Und da schauen wir auch mal, wo wir das bekommen. Das bekommen wir nämlich von der ältesten User aus den Ebenen von Onara. Aus meiner Sicht ist dieses Festmahl, dieser Eintopf, jetzt nicht so geeignet für Mythisch Plus und Raids, denn dort werden eine Stunde lang die niedrigsten, der niedrigste Sekundärwert um 105 erhöht. Da sind die anderen 4 aus meiner Sicht eine bessere Wahl. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Das waren die Infos zu den verschiedenen Festmählern, die ich euch mitgeben wollte. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wird mir helfen, wird dem Kanal helfen und ihr verpasst keine weiteren Videos mehr. Mein Name ist Sifa, viel Spaß in Dragonflight, bis zum nächsten Mal, ciao!